Marlene Dietrich, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen. Ja, Stauffenberg wurde somit musikalisch eingeführt. Habt ihr euch wahrscheinlich gefragt, Stauffenberg, was ist das denn, wer ist das? Einige haben schon gehört, manche nicht. Tja, diese Ausstellung ist von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und der Stiftung 20. Juli 1944 zusammengestellt und ist seit einiger Zeit in Ungarn zu sehen. Angeregt wurde diese Idee von der Ondrasi-Universität in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft. Und jetzt ist sie vor den Sommerferien hier zu sehen. Sie war schon in Sopron, in Pilisborysvár, Siófok, Miskolc, Budapest und jetzt hier in Veszprém. Eigentlich wollte auch die Leiterin der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft, Frau Dormann, kommen. Sie ist leider zeitlich verhindert, lässt aber alle herzlich grüßen. Jetzt habe ich das Vergnügen, ein paar Worte zu sagen. Ja, Deutscher Widerstand. Ja, das ist eigentlich ein neuer Aspekt erst im letzten Jahrzehnten entstanden. Ja, gab es denn im Zweiten Weltkrieg auch Widerstand? Konnte man sich gegen Hitler wehren? Haben alle mitgemacht oder wie war das? Das sind ja wahrscheinlich auch Fragen, die ihr schon in der Geschichte euch überlegt habt oder auch in Gesprächen und schon auch als die Ausstellung hier gesehen habt. Huch, es gab Widerstand. Ja, den gab es. Was hat der Stauffenberg gemacht? Ja, der war der Hitler-Attentäter. Der wollte Hitler ermorden, umstürzen. Putsch. Ja. Ist das geglückt? Ja oder nein? Nein, ganz genau, hat nicht geglückt. Hitler hat die Kugel nicht abbekommen, nur seinen Schreibtisch. Dafür hat es Stauffenberg aber am gleichen Tag erwischt, er wurde hingerichtet. Ich möchte gar nicht alles über Stauffenberg jetzt erzählen, denn dafür ist ja auch die Ausstellung da. Er ist aber 1907 geboren, eigentlich ein ganz normaler Junge. Ihr könnt hier an den ersten Schautafeln seinen Werdegang, seine Entwicklung sehen. Er interessierte sich für Musik, für Literatur. Später interessierte ihn aber auch die Armee und so könnt ihr ein bisschen nachsehen und ja, wie hat er sich entwickelt? Ist für euch auch interessant, ja, wie entwickelt man sich? Habe ich mich erst für Musik interessiert, auf einmal hat mich die Bundeswehr, die Wehrmacht in Bann gezogen und später hat er gemerkt, huch, dann habe ich vielleicht doch was Falsches getan, war mein Handeln nicht das Richtige. Auch so, das könnt ihr auf der zweiten, auf der Stellwand 10 ungefähr erkennen. Ja. Warum gibt es diese Ausstellung? Ja, eben genau, um zu sehen, ja, da
ich alles mitmachen? Darf ich revoltieren? Darf ich mich auflehnen? Darf ich morden? Das ist auch eine Frage, die ihr euch überlegen könnt, um zu diskutieren. Ja, darf man einen Tyrannen ermorden? Ist man dann selber Mörder? Oder ist man der Retter? Ist man ein Held? Diese Ausstellung, das Attentat, jährt sich zum 75. Mal. Ja, also deswegen ist diese Ausstellung auch hier. Und was ich vielleicht noch sagen wollte, ist, ja, heute ist der 21. Mai, in 2 Tagen, am 23. Mai, ist das 70-jährige Gründungsjubiläum der Bundesrepublik Deutschland und das Grundgesetz wurde veröffentlicht. Also ihr seht, die Zeit 70 Jahre, 75 Jahre, das ist noch alles gar nicht so lange her. Aber man sieht eben auch in der heutigen Zeit, wie wichtig es ist, doch für Frieden zu sorgen. Ich habe gesehen, als ich in die Schule gegangen bin, einige von euch haben auch an dem Friedensprojekt teilgenommen, am Oberrauschter, und da habt ihr so schöne Friedensvögel mit Botschaften versehen. Ihr seht, ein tolles Projekt, da haben einige von euch mitgemacht. Oder aber ihr habt auch direkt einen Bezug dazu in der Schule, habt die 10. Klasse eindrucksvoll das Tagebuch der Anne Frank auf die Bühne gebracht. Ja, hier habt ihr nochmal einen weiteren Aspekt dazu. Die Welle habt ihr auch gelesen, oder einige von euch, um zu sehen, ja, wie entstehen dieses Massenphänomen, einem Führer sprachlos, widerstandslos zu folgen. Ja, wir wollte ich euch genau mit ans Herz legen. Und Europawahlen sind auch bald. Einige von euch dürfen schon mitwählen am 26. Mai. Ihr seht, also der Mai ist voller Gedenkfeiertage, Anlässe, um über Krieg und Frieden nachzudenken. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Ausstellung. Már egy olyan iskola, ahol majdnem mindenki tud németül, azért biztonság kedvéért megpróbálom röviden összefoglalni, rövid beszélt Radvéde. Nyilván Ciránki Bálintot hallottok, láttuk, aki a Lili Marlen című dalt játszott, amit Marlen Dietrich szokott volt énekelni. És utána pedig arról beszélt a tanárnő, hogy mi is ez a kiállítás, ki ez a Stauffenberg. Róla annyit kell tudni, hogy egy tipikus arisztokrata német családból származó fiatalember, aki sok mindennel foglalkozott, ezt el lehet olvasni és meg lehet nézni, kívánom is, hogy mindenkinek része. És hogyan került ő a hadseregben, hogyan lett a hadseregen belül az először egy demokratikus hadseregnek a része, utána hogyan vált a német fasiszta hadseregnek a tagjává, mi volt az élete, és gyakorlatilag hogyan jutott oda, hogy egy idő után látta, hogy hibát követett el azzal, hogy most ebben a hadseregben tevékenykedik, és megpróbált ezt valahogyan jóvá tenni. Ez az életébe került, ő volt az, aki 1941. július 20-án a Hitler elleni merényletnek a kivitelezője volt. A merénylet nem sikerült, mert amikor ő eltávozott a helyszínről, hogy ő ne legyen merénylet áldozata, valaki eltette azt a táskát Hitler lába mellől, és pont az aztán másik felére került, és ott robbant, és az ember halt meg. Ugye történetben nem szokás, mi lett volna, ha konjunktív plusz nem perfekteket használni, de ez egy olyan esemény, ami elgondolkodtatásra kényszeríthet bennünket,
hiszen a tanárnő is beszélt elég sokat. Milyen körülmények között tud valaki Führer lenni, milyen dolgokon tud valaki zsarnokká válni, van-e joga a zsarnok ellen az embernek fellépni, nem válik-e akkor önmaga is gyilkossá, tehát ezeket a lelki problémákat megélte Stauffenberg is, miután aztán úgy döntött, hogy igenis ezt meg kell csinálni, hiszen az emberiséget neked komoly feladatot jelenthet. És ami dologban még aktualitás, hogy most a napokban lesz 70 éve, hogy megalakult a Német Szövetségi Köztársaság, egy demokratikus német állam. Ez a Német Szövetségi Köztársaság komoly szervezőerőt töltött be az Európai Unió megalakulásában, és a béke fenntartásában ma is nagyon fontos szerepe van. És hát gyakorlatilag Stauffenberg magatartása egy ilyen békére vágyó Európának a szimbóluma, ezért is ajánljuk mindenkinek a figyelmébe nagy szeretettel. Igen, a lényeget is tudtam mondani. Köszönöm. Köszönjük szépen!